Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Ja, also, ich habe heute ein Thema, wo gerade zur Zeit bei uns total aktuell ist und was mich gerade auch sehr beschäftigt, nämlich das Thema Technik. Ich bin ja jemand, meine Haupttechnik ist eher in so einer Größe oder auch mal in so einer Größe und man kann drauf rumtatschen oder man kann, es braucht einen Akku, aber es gibt ja auch noch andere Arten von Technik. Und ja, ich wollte heute einfach mal über das Thema Technik reden, Technik und die Tücken der Technik und vor allem auch mal über die Frage, wie viel Technik ist eigentlich noch gut für uns? Ja, gut, ich fange jetzt einfach mal an und ja, toll, das war jetzt gestottert hoch 10, aber okay. Ich fange an. Also, wie ich schon einleitend sagte, so jetzt habe ich das Wort entschuldigt, bin ich jemand, der sehr viel Computertechnik sich hauptsächlich damit beschäftigt. Und ich habe aber für mich gemerkt, ich habe auch ein Handy, aber zum Beispiel ist dieses Handy bei mir wirklich 99,9% der Zeit aus. Also, wenn man mich versucht, auf dem Handy zu erreichen, kriegt man meistens die Antwort, der gewünschte Teilnehmer ist nicht erreichbar. Und trotzdem bin ich jemand, der, als das neue iPhone rauskam, das 7er, sofort überlegt habe, möchte ich mir das jetzt nicht zulegen? Also, inzwischen bin ich beim Punkt angelangt, wo ich eher ein älteres Modell nehme, weil da hat mir meine Mutter schon als Kind immer den Tipp gegeben, wenn du dir Technik kaufst, kauf dir auf keinen Fall, wirklich gar nie die erste Variante davon, weil die meistens nicht ganz so gut funktioniert, Problematiken hat und so weiter. Und das Nachfolgermodell dann meistens schon die Kinderkrankheiten los hat. Ja, also habe ich dann erstmal nichts gekauft, habe mir Berichte angehört, und dann habe ich von diesem Fiepsen gehört, das es hat und ja. Da habe ich mich dagegen entschieden. Dann habe ich mir überlegt, ob ich mir nicht ein Samsung Galaxy 7 holen soll. Oder ich glaube Note 7. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube, es war das Galaxy. Aber auf jeden Fall, es geht gerne in Flammen auf. Und wie ich schon mal vor einiger Zeit, glaube in einem Video gesagt habe, oder vielleicht war es auch in einem Gespräch mit meiner Mutter, deswegen wiederhole ich es, ich bin mir nicht mehr sicher, wie haltbar und lebensausdauernd die Geräte heutzutage sind. Und ja, dann habe ich auf jeden Fall, hat meine Mom mir gestern erzählt, dass der Staubsauger von ihr kaputt gegangen ist. Der ist jetzt 20, 30 Jahre alt und der ist jetzt kaputt gegangen und jetzt überlegt sie sich, einen neuen zuzulegen. Und dann gibt es da ja diese Billigstaubsauger, Mittelklasse-Staubsauger und natürlich in meinen Augen schon einen unglaublich teuren Staubsauger. Und ja. Dann frage ich mich dann ehrlich gesagt, wie viel Technik und wie viel Neuerungen braucht ein Staubsauger? In meinen Augen muss ein Staubsauger halt den Staub wegsaugen und vielleicht ein paar Härchen und ein bisschen Streu und ein bisschen Heu. Fertig. Mehr braucht er nicht. Aber es gibt ja heutzutage schon Staubsauger, die können Milben wegsaugen, die können Bakterien wegsaugen, die dampfen parallel noch, dass es auch wirklich alles steril ist und so weiter und so fort. Und ich frage mich, wozu braucht man das alles noch? Also ist ja auch so, viele Leute neigen dazu, sich die Elektronik anzuschaffen, benutzen sie dann aber auch nicht. Und dann gibt es andere Leute, die schaffen sie sich an und benutzen nur noch die Elektronik. Was ich jetzt damit meine ist, es gibt ja heutzutage wirklich gefühlte Computerchips in allem drin. Mich würde es nicht mehr wundern, wenn ich irgendwann eine Chipstüte aufmache und auf einen Computerchip rumbeiße. Entschuldigt. Aber es ist ja wirklich so. Es gibt schon elektronische Toiletten, die sich selbst reinigen. Es gibt Kühlschränke, die die Programme abspielen. Es gibt Waschmaschinen, die automatisch spülen anfangen. Es gibt, was waren das andere Ding? Es gibt Smart-TVs, die so fernsehen und mit denen du dann reden kannst, die dann aber meistens auch oft gehackt werden. Also ein Smart-TV war irgendwie immer so mein absoluter Horrorgedanke. Eine Kamera in mein Wohnzimmer oder in mein Zimmer, nö, auf keinen Fall. Außer wenn ich es freiwillig mache, aber nee, nee, auf keinen Fall. Und dann gibt es ja auch noch solche Leute, die auf dem Handy ihr halbes Leben haben.
Denn ihr Kalender ist da drauf, die Telefonnummern sind drauf, alle E-Mails von Freunden und Bekannten sind drauf. Wirklich alles ist auf dem Handy drauf. Und wenn das dann einmal nicht funktioniert, wie zum Beispiel also vor kurzem gab es doch diese große Problematik bei Telekom. Und dann hatten ja viele Leute mit dem Internet Probleme. Und viele Leute neigen dazu, ihre Sachen, ihre Daten nicht mal mehr auf dem Telefon drauf zu speichern. Also bei mir ist es so, ich speichere alles auf dem Telefon drauf und ja, damit ich es dann da drauf eben habe. Aber ich gebe auch zu, mein Kalender zum Beispiel, der wird über die Internetseite aktualisiert. Wenn jetzt bei mir das Internet mal für einen Tag weg ist, dann ist mein Kalender nicht mehr up to date. Und ja, meine Großmutter hat immer zu mir gesagt, früher, merk dir all die Sachen auch im Kopf, weil sonst fängst du irgendwann, kannst du dir nicht mehr merken. Und doof, dass ich das jetzt sagen muss, aber Oma hatte recht. Ich gebe es zu, ich bin echt schlecht im Telefonnummern merken. Also ich habe meinen Namen konnte ich mir eh noch nie wirklich merken, aber beim Telefonnummern merken, merke ich schon, dass ich da so Probleme habe. Also ich versuche es auch gar nicht. Ich tippe es einfach in mein Handy ein oder in mein iPod in meinem Fall und dann ist es ja irgendwie gespeichert. Aber vor ein paar Monaten hatte ich mal die Situation, ja, mein iPod ist nicht angegangen. Es war kein Akku mehr drauf, aber er ist einfach nicht angegangen. Und ich habe in dem Moment dringend eine Telefonnummer gebraucht. Und dann habe ich mir so gedacht, Mist, was mache ich jetzt? Weil, ja, was macht man jetzt? Die Nummer ist weg. Man weiß nicht, wie komme ich dran? Weiß man. Und viele Leute wissen dann nicht mehr, wie komme ich jetzt da dran? Und in gewisser Form entwickelt man ja dann auch so eine Elektropanik nach dem Motto, meine Elektronik ist kaputt. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und ja, das alles ist dann so ein Punkt, wo ich mich frage, brauchen wir wirklich so viel Elektronik, die uns alle Arbeit abnimmt? Weil je mehr Arbeit uns abgenommen wird, je mehr fangen wir an, die Arbeit zu verlernen. Und seien wir mal ehrlich, in den vielen also in vielen, vielen Firmen gibt es schon Computer oder Maschinen, die viel Arbeit übernehmen, die früher Menschen gemacht haben. Und wollen wir wirklich, dass irgendwann mal dieses Terminator-Szenario kommt und ja, wir dann da sitzen und uns gegen Arnold Schwarzenegger Terminator wehren müssen? Gerade an den letzten Terminator-Film denken, da war er ja nicht mehr unbedingt fresh, aber also gegen so einen Terminator hätte man vielleicht noch eine Chance, aber ich denke jetzt eben auch in dem Satz, den ich gerade gesagt habe, eher an den 1992er Schwarzenegger, da war es mir schon schwieriger. Aber wollen wir das? Wollen wir wirklich, dass die Elektronik irgendwann klüger ist als wir Menschen? Also manchmal frage ich mich, ja, wie weit geht's denn noch? Wir sind so abhängig, dass ich zum Beispiel, also ich habe diese Woche wirklich ohne Witz meine 5-Stunden-Schicht am Computer eingelegt, weil ich ein blödes Update gemacht habe. Und dieses Update hat mir meine ganzen Computer, hat ein Programm abstürzen lassen, das ich gebraucht hätte. Und dann musste ich stundenlange arbeiten, um die alte Version des Programms wiederherzustellen. Oder auch was mir schon passiert ist diesen Monat, ich habe meinen ganzen Internet, ich habe meine wichtigsten Internetseiten, die ich in meiner Bibliothek, in meiner Linkliste, wie auch immer man es nennen will, gespeichert hatte, habe ich einfach alle gelöscht auch versehentlich. Und ja, das wieder herzustellen, mir ist richtig die Düse gegangen, als ich gemerkt habe, dass das weg ist. Und daran merkt man es. Früher musste man eintippen www.blablabla.de und dann hat man die ganzen Worte und all diese ganzen Dinge im Kopf gehabt. Heutzutage ist es so, dass man oft einfach nur auf kopieren, einfügen. Und dann verlernt man das Schreiben. Man verlernt nicht nur die Art des Suchens und des Findens von Objekten, sondern man verlernt auch teilweise das Schreiben. Und überall ist heutzutage irgendwo eine Autokorrektur, die deine Rechtschreibung verbessert. Und dann machst du immer weniger Rechtschreibfehler und kriegst auch Lob dafür. Aber im Grunde genommen schreibst du ja nicht selber, sondern du hast einfach nur ein Programm, das für dich das korrigiert. Und da kommt für mich dann die Frage auf,
Müssen wir wirklich so weit kommen, dass ein Programm unser ganzes Leben bestimmt? Oder ja, was mir auch noch einfällt, ist, all diese Geräte, egal ob neu oder alt, haben ja auch immensen Elektrosmog. Also ich glaube nicht, dass man das heutzutage noch groß leugnen kann, dass es das gibt. Und ich war vor kurzem in einem Elektronikmarkt drin und oh Gott, ich habe echt gedacht, ich kübel, entschuldigt, dass ich das jetzt so sage, aber ich habe echt am Ende, als ich da rausgegangen bin, habe ich gedacht, ich kübel den jetzt vor die Tür. Weil der ganze Laden hat vor Smog geflirrt, ich könnte schwören, dass der ganze Laden, ich konnte richtig den Elektrosmog in dem Moment fühlen. Ich weiß, dass sich das jetzt total verrückt anhört, aber ich habe es richtig spüren können und mir ist davon so schlecht geworden. Und dieses Erlebnis hat mich dann zur Frage gebracht, wie viel Elektronik brauchen wir eigentlich? Und vor allem, wie viel Elektronik muss gleichzeitig laufen? Weil viele Leute machen den Computer an, lassen den Fernseher laufen und noch parallel den CD-Player und noch das Radio. Und das alles verstrahlt uns ja auch. Ich frage mich, ist das noch gut, wenn wir so viel Elektronik haben? Oder sollten wir langsam anfangen, einfach mal wieder zu lernen, die Dinge keinem Computer anzuvertrauen, weil wer weiß, irgendwann ist ein Stromausfall und dann muss man es so oder so wieder selber machen, ohne den Computer. Tja, die Frage wollte ich heute einfach mal stellen und ich hoffe, mein Video bringt den einen oder anderen zum Nachdenken. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder auf Twitter oder auf Facebook oder eben eine E-Mail an diebell.rethmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Restwoche. Ich gehe heute wahrscheinlich noch irgendwann auf den Weihnachtsmarkt und esse eine Waffel. Ohne Computer, ohne irgendwelche Elektronik. Obwohl das Waffeleisen ist eine Elektronik, aber ein bisschen Elektronik braucht man. Besonders wenn es eine Waffel rauskommt. Also, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns am Freitag wieder. Tschüss!